Hey Leute, Katzen gehen einfach immer und seitdem man rund um die Uhr Foto- und Videoaufnahmen machen kann, explodiert die Welt nur so vor Katzenbildern. Wir haben heute für euch die schönsten, lustigsten und skurrilsten Aufnahmen gesammelt. Viel Spaß! Dieses Bild bewegt sich zwischen absolutem Wahnsinn und Niedlichkeit, denn obwohl diese Katze mit der Axt irgendwie bedrohlich wirkt, zaubert es uns trotzdem ein Grinsen auf die Wangen. Einfach genial, diese Katze wurde von ihrem Besitzer nicht nur zum König gekürt, sie hat auch noch eine majestätische Klopapierkrone auf. Verneigt euch vor eurem flauschigen Gebieter. Hoch? Na, den hat man wohl gerade bei einer entspannten Spa-Behandlung fotografiert. Anders ist die absolut relaxte Lage dieses Katers nicht zu deuten. Tja, einfach nur toll. Wie dieser flinke Vierbeiner sich auf die Brüstung eines Balkons gelegt hat, dann auch noch die Lichter der Stadt im Hintergrund. Ja, ein wirklich schönes Bild. Diese Katze ist wirklich sauer. Keine Ahnung, was ihr über die Leber gelaufen ist, aber der Gesichtsausdruck sagt einfach alles. Und trotzdem sieht sie dabei immer noch süß aus. Wir hoffen mal, dass bei diesem Bild die Besitzer mit im Spiel waren, sonst haben wir es mit einer neuen außerirdischen Spezies zu tun. Es scheint ihr jedoch gar nicht so zu missfallen, wie sie da in der Luft hängt. Genau zum richtigen Zeitpunkt hat der Fotograf dieses Schnappschusses den Auslöser betätigt. Die Kombination aus heranfliegender Katze und erschrockener Frau im unteren Teil des Bildes ist einfach herrlich. Wir wüssten nur zu gerne, was diese miese Katze hier zu Gesicht bekam. Vermutlich hat sie sich aber einfach nur vor dem Fotografen erschreckt. Wenn ich ihn nicht sehe, dann sieht er mich auch nicht, hat wohl diese Hauskatze gedacht. Dumm nur, dass der durchsichtige Vorhang nicht wirklich den gewünschten Effekt erzielt. Hier ist ein Foto eines Fotografen oder so ähnlich. Dieser Kater scheint sich sichtlich wohl zu fühlen, wenn er mit seiner DSLR um die Häuser zieht. Wer weiß, vielleicht schießt er bald das Cover für die neue Vogue. Ist das nicht einfach nur niedlich? Diese zwei Wonneproppen sollten niemals getrennt werden. Eine solche Freundschaft muss einfach festgehalten werden. Es ist mal wieder absolut nichts im Fernsehen. Ja, dazu noch ein leckeres Feierabendbier und schon ist die Couchkatze perfekt. Huch! Was ist denn hier los? Da hat sich das Kätzchen wohl zweigeteilt. Oder sind da etwa mehrere im Spiel? Und sie setzt zum letzten Todesstoß an. Die Beziehung dieses Katzenbabys zum grünen Ballon scheint nicht besonders gut zu sein. Ganz anders sieht es bei diesen beiden Gefährten aus, denn die dicke Katze hat sich seinen Freund, das Plüschküken, dazu geholt, ohne dass der Blick aus dem Fenster einfach nicht dasselbe ist. Was für ein cooler Kater. Super gechillt mit Sonnenbrille und blauem Anhänger flaniert er in seinem Retrosessel und lässt alle Sorgen hinter sich. Erwischt! Es ist nicht so, wie es aussieht, scheint dieses Katzenpärchen sagen zu wollen. Ob man sie wirklich bei etwas Schlüpfrigem erwischt? Stadt? Na, schwer zu sagen. Und wenn schon. Tja, diese Mieze hat sich fürs Foto besonders herausgeputzt und das Lächeln stundenlang vor dem Spiegel geübt. Ja, wirklich ein echtes Topmodel. Brille, rot-gelbe Krawatte und ein Stock in der Hand. Klar, diese Katze geht zur nächsten Harry Potter Convention. Es fehlt nur noch der Blitz auf der Stirn. Es ist kaum zu erkennen, doch das Eichhörnchen befindet sich in absoluter Lebensgefahr. Hinter der Tür lauern gleich 5 Katzen. Naja, wir hoffen, die Situation ist unblutig ausgegangen. Nicht nur, dass dieses Dreiergespann unglaublich süß ist, es legt auch noch eine richtige Cheerleader-Performance hin. Ihr hört es zwar nicht, aber wir klatschen. Schon Lucky Luke hat es mit seinem eigenen Schatten aufgenommen, da wird es dieser kleine Kater wohl allemal schaffen. Naja, auf jeden Fall ein niedliches Duell. Aber nein. Irgendetwas funktioniert hier nicht. Doch was scheint diese Katze nicht wirklich zu begreifen? Schade, dass wir nicht sehen können, wie lang sich diese Szene hingezogen hat. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Supercat. Doch die Menschen im Vordergrund scheinen gar nicht zu merken, welche ehrenhafte Gesellschaft ihnen zuteil wird. Banausen. Einfach die Embryonalstellung einnehmen und resignieren. Diese Katze scheint Einkaufen einfach grauenhaft zu finden. Oder ist sie einfach nur müde? Auf jeden
Fall ein sehr lustiger Auftritt. Katzen, denen man etwas auf den Kopf gesetzt hat, gehen einfach immer. Diese hier schlüpft in die Rolle eines eisernen Kommandanten. Der China-Imbiss-Box sei Dank. Dieser Spiegel verbirgt ungeahnte Kräfte. Sozusagen das Snapchat der modernen Katze. Der links im Bild scheint ihr allerdings nicht besonders zu gefallen. Moment mal, ist das eine Catception? Oder doch eine Matroschka? In jedem Fall ist es ein absolut süßes Bild, das wir hier zu sehen bekommen. Nein! Dieser Kater dachte wohl, dass der Kamerablitz seine Geliebte in einer großen Explosion dahinrafft und schmeißt sich todesmutig vor sie. Ja. So macht das ein echter Gentleman. Miau. Erzählen Sie mir von der Beziehung zu Ihrer Mutter. Miau. Diese sehr souverän wirkende Katze könnte glatt einen Therapeuten abgeben. Einfach alles passt. In jedem Haushalt ist Platz für eine Katze. Diese beweist es wunderbar, denn sie schmiegt sich auch in die unmöglichsten Ecken. Für den Frühjahrsputz könnte das auch recht praktisch sein. Fehlt nur noch Wasser und Seife. Dieses Kätzchen ist eine echte Karate-Cat und überrascht seinen Kumpanen fies aus dem Hinterhalt. Keine Chance bei so einem rasanten Angriff. Oh, sollten wir Mitleid mit dieser pechschwarzen Katze haben, die sich in einem Kleiderbügel verfangen hat? Wahrscheinlich. Aber vorher machen wir uns darüber lustig, dass sie ein bisschen aussieht wie Napoleon. Kung Fu Panda ist absolut nichts gegen diese Kampfkatze. Perfekte Fußstellung, starke fliegende Fäuste und ein kräftiges Miauen. Oh nein, rette sich wer kann. Was Yoga angeht, können wir noch einiges von unseren plüschigen Gefährten lernen. Den Po bis ins Gesicht. Sich zurückgelehnt, scheint sie sich so entspannt zu haben, dass sie glatt eingeschlafen ist. Nun gut, hier ist nicht wirklich zu erkennen, ob es sich um einen toten Bettvorleger handelt oder doch um eine lebende, ganz schön dicke Katze in einem Karton. Wir tippen mal auf Letzteres und hoffen, dass sie da auch wieder rauskommt. Tja, Sheriff Cat hat den Überblick. Die Nachbarschaft ist sicher vor fiesen Nagetiertruppen und die Angst vor plötzlichen Gurkenaufkommen kann auch in Schacht gehalten werden. Das Grillfleisch schmeckt gleich doppelt so gut, wenn es von Chef Duquette zubereitet wurde. Und zum Glück hat er auch eine Kochmütze, nachher landen sonst noch Haare im Essen. Und das will ja wirklich keiner. Nein, nein, nein. Ihm macht keiner etwas vor. Schließlich trägt er einen Trenchcoat und hat sein coolstes Gesicht aufgesetzt. Mit diesem Sherlock-Kater sollte sich niemand anlegen. Auf diesem Platz sehen wir ein ungleiches Paar. Eine Erinnerung an Romeo und Julia, der verbotenen Liebe. Doch wer sagt, dass man sich an Konventionen halten muss, wenn wahre Liebe überwiegt? Dieses Bild kann zu Tränen rühren, denn die alte Frau scheint in der Gesellschaft ihrer Katze endlich mal zur Ruhe zu kommen. Ein treues und liebevolles Haustier hilft eben über so manches hinweg. Aber genug geschluchzt und lustig geht's weiter. Brumm, brumm, hier kommt das Flugzeug. Mund auf! Das scheint nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Katzen zu funktionieren. Diese hier zum Beispiel freut sich schon auf die delikaten Ravioli aus der Dose. Speisen wie Gott in Frankreich. Ja, ja. Jede berühmte Persönlichkeit braucht seine Marke und so dachte sich Morris, dass er dringend ein paar Tassen gebrauchen könnte. Die Abbildung ist wirklich realitätsgetreu und spiegelt sein Wesen wider. 1, 2, tscha tscha tscha. Dieser Vier- oder vielleicht Zweibeiner scheint sein Talent für Tanzen entdeckt zu haben und schunkelt durch den Vorgarten. Heißt es nicht Klempner-Dekolleté? Wir wissen nicht genau, wie dieses Bild zustande gekommen ist, aber wir kommen nicht umhin, hier einen ganz schön prallen Hintern zu sehen. Nächstes Bild. Da macht man nichtsahnend den Schrank auf und findet seine Katze in den Bügeln hängend. Es sieht zwar nicht wirklich bequem aus, aber das scheint sie irgendwie nicht zu stören. Also kann es so schlimm nicht sein. Alter Schwede, es sieht so aus, als habe sie einen riesigen Stein verschluckt. Ob sie sich überhaupt noch normal fortbewegen kann oder bleibt sie auf ewig da sitzen? Wir werden es wohl nie herausfinden, aber unter ihren Freunden wird sie wahrscheinlich den Spitznamen The Rock geerbt haben. Während die meisten Vierbeiner beim Geräusch des Staubsaugers das Weite suchen, hat diese ganz andere Erfahrungen. Oh, das tut gut. Einfach unbezahlbar. Und damit wären wir auch schon beim letzten Bild. Unser absoluter Favorit hat es nicht so mit dem kalten Nass. Ach ja, einfach herrlich, wie sie schreiend die Pfote hebt. Es tut so weh. Ah, rettet mich.
Ja Leute, schreibt uns doch mal in die Kommentare, welches der Bilder euch am besten gefallen hat und ansonsten könnt ihr euch hier noch ein weiteres Video anschauen. Wenn ihr Lust habt, lasst uns eine positive Bewertung da und ansonsten hören wir uns wie immer nächstes Mal wieder. Bleibt gesund, peace out!